Hallo und herzlich willkommen zum Dulli TV Adventskalender. Ein neuer Tag, ein neues Türchen. Heute was ganz, ganz Schönes. Ja, nein. Wir reden über unsere drei. Wir haben diesmal beide die gleichen sogar. Wir wussten nicht genau, welcher auf welchem Platz ist. Und dann haben wir besprochen, dann haben wir gesagt, das ist jetzt die Reihenfolge. Oh, wir reden über unsere drei absoluten Hass-Weihnachtslieder. Die, wo, also wenn sie irgendwo laufen, uns alles zusammenzieht und wir einfach nur... Ja, instant hier so eine Halsschlag. Ja, und mit einem Dropkick in den Lautsprecher springen wollen. Es gibt ja viele Hasslieder, ja. So. Also Musik kann man mit uns sehr viel machen, ja. Und deshalb sind diese drei Lieder ganz besonders schlimm. Und wenn wir sie hören, dann ist wirklich, wie du schon sagst, Instant ist die Laune einfach sofort im Keller. Da wird man direkt zum Weihnachtshulk. Der Grinch. Dann kommt der Grinch aus einem raus. Wir fangen mit einem deutschen Lied an. Oh, die drei. Es ist O Tannenbaum. O Tannenbaum. Ja. O Wie scheiße ist dieses Lied über den Tannenbaum? Dieses Lied ist der Inbegriff für scheiße. Schlechten Blockflötenunterricht. Streber, die mit ihrer Querflöte irgendwo stehen und in der Kirche was vorspielen. Jeder singt es schief und in verschiedenen Taktrichtungen. Weil es auch kein Lied ist, man singt aber nur Oh Tannenbaum, du bist so grün und auch so schön. Und dann kommen diese Impro, dann kommen diese Impro-Typen dazwischen, die das O dann über 40 Wellen schieben. Oh Tannenbaum. Ganz schlimm. Deshalb verdient in den Top 3. Und wir haben wirklich lange nach deutschen Liedern gesucht. Ja. Haben auch viele gefunden, aber keins lässt mich so explodieren wie O Tannenbaum. So ganz, ganz furchtbare Ohrenvergewaltigung. Das ist heftig. In jeder Version ist es auch einfach kacke, außer von Udo Jürgens. Wenn es schon Udo Jürgens eine Version gibt, dann ist die natürlich ziemlich geil. Ja, aber selbst die wäre die schlechteste. Selbst die ist das Schlechteste aus dem Album. Ja. Aber man kann eher nichts für. Das er muss es ja mit reinbringen, weil die Leute wollen... Weil die Producer halt sagen, mach mal O Tannenbaum. Egal. Die zwei. Das kennt auch wahrscheinlich jeder. Keiner kennt den Text davon, das ist noch viel besser. Aber alle kennen Feliz Navidad. Ganz im Ernst. Das deutsche Despacito. Das ist das Weihnachts-Despacito, ja, und das gibt's einfach noch viel länger. Und das Krasse ist, keiner kennt den Text von Feliz Navidad und... Obwohl doch, die singen ja We Wish You a Merry Christmas. Ja. Und da kommt's auch nämlich hin. Feliz Navidad kannst du eigentlich nur besoffen singen. Ja, und so hört sich das auch an, als wäre das besoffen aufgenommen Feliz worden. Feliz Navidad ist für mich die Weihnachtsrunde, wenn man irgendwie auf Malle rum. Das ist wirklich, ja, das stimmt. Ist Megapark, ja, Weihnachtsparty. Wie du sagst, das Despacito ist Weihnachts. Nee, also wirklich. Feliz Navidad, das hat nichts mit der spanischen Stimme oder mit der spanischen, wie nennt sich das nochmal, Sprache. Das hat nichts mit der spanischen Sprache zu tun. Nee, sondern es ist grundsätzlich einfach, Feliz Navidad ist einfach ein scheiß Song, den man nicht hören sollte. Liegt, glaube ich, auch im Spanischen. Ja. Deswegen ist das passiert doch auch scheiße. Ja, nee, ich finde das passiert doch. Und ja, du magst den Scheiß, ja. Ich finde vor allem die mit Justin Bieber, die Version, die ist ganz gut. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 1. Da sind wir bei der 1. Wer sollte es auch anders sein? Ausgekrönt. Es ist die 1. Jeder kennt die 1. Eigentlich brauchen wir sie gar nicht sagen. Das Ding ist, es gibt dafür ein Verb. Sondern? Man wurde gewemmt. Was? Das gibt es? Das ist quasi, das ist der Moment, sobald das erste Mal Last Christmas im Radio läuft, dann heißt es offiziell, man wurde gewemmt. Last Christmas, I gave you my heart. Das ist ganz schlimm, oder? Ich weiß gar nicht, wie ist denn das in den USA? Läuft das, wird das da auch so penetrant durchgeballert wie in Deutschland? Ich meine, deutsches Radio ist ja grundsätzlich schon mal scheiße. Aber Wham ist einfach, es tut mir leid, dieses Lied, das zerstört für mich Weihnachten. Also wenn ich das höre, dann habe ich schon keinen Bock mehr auf Weihnachten. Das ist das Erste, was ich höre. Das heißt, das Erste, was ich höre, macht schon keinen Bock mehr auf die nächsten 4 Wochen, die da noch kommen. Jeder regt sich drüber auf. Jeder. Also trotzdem läuft es. Ich finde es ganz schlimm. Das ist ein Klassiker für mich. Schon wieder ein Puls von 180, an das ich mir dran denke. Aber das ist auch wieder ein Klassiker für eine Ohrenvergewaltigung. Vor allem, wenn ich das höre, ich habe das Gefühl, mein Gehirn zerbricht in der Mitte davon. Der Text vom Grundprinzip her ist scheiße. Dieses super lächerliche Musikvideo dazu. Es ist einfach alles schlecht. Es tut mir leid und das kann mir auch niemand gut reden, weil dieses Lied ist nicht gut. Und ich finde das, was richtig scheiße ist, wenn man eine Weihnachtsplayliste hat und alles von der Melodie her sehr schön ist. Und dann kommt der Scheiß. Dann kommt irgendwo Last Christmas und das ist gefühlt ein Achtel
Sechzehntel kürzer, was auch immer. Das heißt, die Tonlage ist so schief auf einmal in dieser Playliste. Ich hasse es. Es springt so runter, du denkst dir so, hä, irgendwann hat doch an den Tönen und Höhen rumgespielt. Ganz schlimm, Last Christmas von Wham, definitiv die Eins und sollte auf jeder Playlist gelöscht werden. Gelöscht werden. Und das Problem ist, man könnte es so leicht löschen, weil es immer auf Platz 1 von allen Playlisten ist. Es kann doch nicht sein, dass sich jeder darüber aufregt und es trotzdem immer das erste Lied ist. Vielleicht ist es deshalb das erste Lied, damit man es hinter sich hat. Weißt du, dass das quasi wie so, ich weiß auch nicht, so ein Ritual, dass man quasi in Weihnachten kommt und so, ab jetzt wird alles besser, wenn du es gehört hast, weißt du? Jetzt hast du Wham gehört. Das letzte Schlechte vom Jahr. Genau, das letzte Schlechte vom Last Christmas und dann wird's besser. So, weißt du, vielleicht ist es deshalb der Grund, dass man es immer noch hört. Aber es ist halt wirklich so, egal ob man jetzt bei Apple Music, Spotify oder sonst was in eine Playlist reingeht und man gibt Weihnachtslied ein oder Weihnachten. Und das kommt, das ist. Unter den Top 3 ist jedes Mal Last Christmas. Dann lieber der Weihnachtssong von Sido, oder? Sido, wenn du das siehst, mach doch mal ein Remake von Last Christmas. Sido Rap Last Christmas. Das wäre geil. Das wäre nice. Das würde ich mir anhören. Das würde ich das ganze Album kaufen, auch wenn der Song 10-mal einfach nur im Album ist, würde ich trotzdem kaufen. Unsere Top 3, beziehungsweise, wie nennt man das eigentlich? Unsere Flop 3 der Weihnachtssongs. Das ist eigentlich die Last. Also die Last Christmas. Die Last 3 der Weihnachtssongs. Ganz schlimm. Was sind eure absoluten Hasstitel? Es reicht ja nur einer. Ich weiß, es wird hundertprozentig in den Kommentaren kommen. Vans, vergeil, ich liebe Last Christmas. Nein, einfach nein. Tut mir leid, das kann man nicht objektiv belegen, da gibt es auch kein subjektives, ich fühle mich dabei gut. Nein, tut mir leid, egal was ihr schreibt, Fake. Fake News. Es ist einfach Koffeffe. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. Last Christmas muss geblockt werden, überall, das muss indiziert werden. Das sollte nicht mehr Wolfenstein. Ja, oder Doom. Der Doom, ja. Das sind unsere absoluten 3 Hasslieder für die Weihnachtssongs. Ihr schreibt in den Kommentaren euren Hass- und Lieblingssong in den anderen Lied, wo wir Lieblingssong haben. Das wird sein. Abo nicht vergessen, kommentieren nicht vergessen, liken nicht vergessen, teilen bitte auch. Das wird uns sehr helfen, gerade bei einem Adventskalender, dass den viele Leute sehen. Das wird ganz cool. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Adventskalender-Türchen. Und bis dann. Ciao. Jingle bell.